geht's. Meister, was war das bitte hier für eine Story? Mega Nacht, 5 Fische, 4 Rüden sind abgelaufen. Das ist der 6. Ist der 6. jetzt? Brutal. 6 Grad Wasser, 6 Fische in der. Die Rute hat noch gefehlt. Jetzt ist sie losgepfiffen. Okay, alle gelaufen, nur die eine nicht. Ja. Teil, oder? Auf jeden Fall, ja. Passt. Fett mit Nebel. Jetzt kommen nur noch die ganz, ganz tief. Aber die kommen noch. Boah, ist das eisig, Alter. Hier ein Biss nach dem anderen, gell? Jetzt Fischen um 7. Was ist das eigentlich hier vorne? Da. Oh. Der Kescher, Alter. Da ist wohl einer abgehauen. Zum Glück hängt er noch am Haken. Scheiße. So. Ja, Meister, das ist er, der Kämpfer, der mich gerade ins Wasser gezogen hat. Jetzt muss ich erstmal hier komplette Monturwechsel machen, Alter. Aber geiles Ding, oder? Ja, tolle Farbe. Ja, ein bisschen schlammig ist er. Geiler Fisch hier. Mega Teil. Ist aber echt die absolute Hammernacht gewesen. Wir mussten jetzt erst ein paar Fische wegfotografieren. Weil leider. Ist kein Kescher mehr, Freund. Alles voll. Mega Winterbüffel. Ja. Sau geil. So kann es weitergehen. Auf jeden Fall. Egal. 21 Kilo. Haben die dicken Mittel geschmeckt? Bei 4 Grad, hä? 4 Grad. Und heute Nacht war alles Eis. Ja, so Leute, wir wollten ja noch einen Talk machen, ne? Sind wir noch gar nicht zugekommen, dann machen wir den Drill-Talk. Also, was geht ab? Wir sind ja hierher gekommen, der Max hat ein bisschen vorbereitet zum echten Winterangeln. Ich meine, 5,5 Grad mittlerweile ist richtig Winter. Und der Max hat die Stellen ja ein bisschen vorgefüttert mit fast keinen Boilies, wirklich nur Teig. Ja, wir sind hierher gekommen. Ich habe ja gestern Abend gedacht, oh je, ob das was wird, ne? Hat auch keine Lust, man hat es in der Story bei Instagram mitbekommen. Ich habe ja gar keinen Bock gehabt zum Angeln. So, was ist passiert? Heute Nacht haben wir 7 Fische gefangen. 7 Karpfen. Die waren voll on fire. Das ist hier nicht normal. Also es ist jetzt hier los, Doc. Also es ist jetzt, der Max sagt, so viele Fische fängst du nicht mal im Sommer. Nie. Ja? Und volles Rohr, alle Plätze, alle Routen gelaufen.
von unseren 4 Routen sind 3 zweimal gelaufen, eine nur einmal. Und dann haben wir gesagt, mal gucken, wann es wieder losgeht. Über Tag war jetzt Ruhe. Und jetzt, nicht mal Nachmittag richtig, fiedelt gerade die Route ab. Und die habe ich auch so von der Stunde erst gelegt. Ja. Ne? Habe irgendwie kein gutes Gefühl gehabt, habe Futter rein, Teig noch mal ein bisschen drauf und zack, ist er abgelaufen. Also echter Hammer. So, Zwischenstand also. Wir machen natürlich weiter. Wir haben jetzt noch 1-2 Nächte. Dann haben wir jetzt noch keinen Kameramann am Start. Der kommt morgen, dann filmt er ein bisschen rundrum und alles geil und alles nice. Deswegen ist jetzt natürlich wie immer so der Anfang ein bisschen durcheinander von uns, ne? Weil wir Kameraamateure sind. Auf jeden Fall heute Nacht mega Nebel, mega krass. Also es war echt eine harte Nacht. Also ich hab's selten so gekämpft, ne? Also ich hätte fast gesagt, ich stehe jetzt nicht mehr auf, weil es war wirklich ekelhaft. Ist ja auch alles so unbefestigt, in dem Nebel mit der Kopflampe hier rumgetorkelt. Dann siehst du nichts, fällst überall über jeden Stein und überall drüber. Also war schon ganz hart. Ja, also jetzt gucken wir mal, was hier dranhängt. Und dann wollen wir definitiv auch mal auf die Futtertaktik eingehen, die ja hier echt mal essentiell jetzt war. Ne? Also das war ja der absolute Dinger. Fisch, hä? Schön in der Sonne hier. Wow. So den Volker Zeus wieder einblenden. Mit dem Eis. Wow. Wow. Nicht zu fassen, dass es noch beißt, gell? Auf jeden Fall, ey. Arschkalt, alles gefroren. Aber sie fressen noch. Big Mama am Start. Ich hoffe. Aber klein ist er, glaube ich, nicht. 50er. Zweite Nacht, ein Fisch nur noch und ja, was soll man sagen, nochmal ein schöner 40er abgelaufen. Winterstyle 2.0 ist perfekt, jetzt werden wir noch ein bisschen bleiben, huh? Ja. Und gucken mal, ein richtiges altes Reptil hier, wow, mega geil, ja, schauen wir mal, was noch geht, vielleicht läuft noch einer ab, ansonsten, man sieht, es ist richtig kalt, Winterstyle perfekt, die Fische werden langsam weiß, lange wird es nicht mehr gehen, fett. Also, wie war's? Ja, wir haben jetzt 2 Nächte gefischt und ja, der Winter hat uns wirklich tatsächlich mal so richtig eingeholt. Vorgestern auf gestern, die Nacht, die war echt ultra krass, habt ihr ja schon mitbekommen. Wir haben ja auch schon ein paar Fische reingeschnitten, wir haben es auch schon vorhin gestern beim Drill noch erzählt, ne? Also wir hatten, der Plan ist ja richtig krass gewesen. Ich kann es ja mal jetzt mal kurz nochmal zusammenfassen. Also der Plan war ja, wir wollen zusammen hier am Max seinem Exklusivgewässer, das nur er befischen darf und für das es auch keine Karten gibt, wollten wir mal schauen, wie funktioniert der Winterstyle. Wird ja auch immer verlangt von uns und auch in den Kommentaren wurde ja immer viel gefragt,
Mach doch nochmal einen Winterstyle. Haben wir uns gedacht, warum nochmal einen Winterstyle? Wir haben ja schon einen gemacht und ändern tut sich an der Sache nichts. Ne? Also es bleibt ja eigentlich vom Vorgehen immer gleich. Und das seit 15 Jahren. Und es wird auch in 15 Jahren noch genauso sein, wie es ist. Man muss sich natürlich der Situation ein bisschen anpassen und das eben einfach nur nicht, was das Vorfüttern angeht, sondern eher, wie man dann angelt. Ne? Also nimmt man jetzt extrem kleine Köder oder lässt man es lieber bleiben, weil doch sehr viel Brassen vorhanden sind, die noch fit sind. Und genau das ist ja das Thema. Also wir haben ja hier vorgefüttert, der Max, wir haben schön Teig gemacht. Und der Max hat wirklich viermal gefüttert, hat sich die Mühe gemacht, hat die ganze Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, hier über den Hang getragen, im Regen und im Wind hier auf den See raus und hat vier Spots gefüttert, die alle richtig weit auseinander liegen. Alles gerudert, ja. Ne? Also nicht mit dem Boot gefahren. Und also hat sich richtig, auf gut Deutsch mal gesagt, der Arsch aufgerissen. Obwohl er auch schon, wie er mir erzählt hat, teilweise auf der Couch gelegen hat und sich gedacht hat, heute gehe ich nicht raus, nee, oder? Definitiv. Bei Regen habe ich mir gedacht, ach, Arschle. Ja, wie, jetzt erzähl mal so, wie dein Anfütter-Feeling so war, wenn du hierher gekommen bist. Wie hast du dich gefühlt? Ah, manchmal war es ganz amüsant. So als echter Futterknecht. Habe ich mich richtig gefreut eigentlich. Fährst hier runter, Fische füttern macht immer Spaß. Und aber manchmal war auch, wo ich wirklich daheim war, es hat geregnet. Geregnet, zwar Wind ohne Ende. Da habe ich mir gedacht, nee, Alter, tust du dir das wirklich an? Fährst jetzt nochmal raus, füttern, alles kalt, alles nass. Ja, ich habe es dann trotzdem gemacht. Zum Glück müssen wir sagen, weil was wir hier in der ersten Nacht erlebt haben durch das ganze Futter, das war einfach abnormal. So viel Futter war es ja nicht, ne? Nee, viel war es nicht. Aber also wir haben jetzt auf zwei Wochen verteilt, waren das 20 Kilo Teig, ja, und vielleicht 6 Kilo Boilies. Ne? Sonst war es nichts. Nee, auf vier Plätze wohl gemerkt. Und vier Plätze, ne? Und über zwei Wochen, also alle drei Tage angefüttert. Und da waren es dann halt auf die Menge, auf die Wasserfläche gesehen, einfach nur drei Ballen und eine Handvoll Boilies auf jede Route. Ne? So, der Style war, wie gesagt, wir sind hierher gekommen, haben ja vorher schon ein paar Mal erwähnt, eigentlich haben wir telefoniert und ich habe gesagt, Meister, ich habe gar keine Lust mehr, den Arsch rauszukriegen aus dem Büro. Es ist eisekalt und aber wir haben es gemacht und die erste Nacht fing gleich an und es war ja ein echtes Phänomen. Die Routen lagen nicht lange und es fing überall an zu fiedeln. Ne? Ja. Wir haben erst gedacht, die Bresen sind ganz wild, aber ich war jetzt doch der Meinung, dass das die Karpfen gewesen sind, die on spot waren. Die sind in die Schnur geschwommen oder haben mal rumgezogen oder irgendwas getan. Auf jeden Fall, erste Nacht. Sieben Fische. Sieben Karpfen. Zwei Brassen dran gehabt, die aber nicht gehangen haben. Und ja, auf jeden Fall gleich zwei über 20 Kilo dabei. Das haben wir ja auch schon gesehen. So, dann haben wir uns gedacht, das geht ja jetzt richtig krass weiter. Wir machen auf jeden Fall noch eine weitere Nacht. Mittags gestern hatte ich ja den kleinen Spiegler, Spiegler gestern Mittag. Und dann habe ich schon gedacht, Max, ich wette, heute Nacht fiedelt nichts. Also diese Gedödel haben wir nicht mehr. Wenn es beißt, dann läuft es einfach nur aus dem Nichts ab. Genau so war es. Ein Biss, ein Take. Ja, so um 12 Uhr heute Nacht. Noch. 12 Uhr kam der Biss, ein schönes Spiegler, 20,5 Kilo. Und ja, sonst gar nichts. Bei mir hat es auf jeder Route einmal, zwei, dreimal rumgefiedelt. Vielleicht auch nur eine Brese. Gut, also auf jeden Fall ist der Winterstyle perfekt aufgegangen. Mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht. Es scheinen ein paar Karpfen auf unseren Plätzen eingezogen zu sein. Die haben wir weggefangen. Mega zufrieden, mega happy, dass es so funktioniert hat. Und jetzt die letzte, also diese Nacht war extrem kalt, minus 4. War alles weiß, man sieht es ja noch auf dem Video. Boah. Der Meister hat gerade hier ein Fisch fotografiert und danach hat er den Kreislaufkoller gekriegt, weil die Hände so kalt waren. Also musste ich echt mal hinhocken erst. Boah, brutal, ey. Ging gar nichts mehr. Jetzt taut langsam alles auf. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hin und her. Wir wollen gleich nochmal die eine Rute neu legen, da wo rumgefiedelt hat. Da zeigen wir nochmal, wie sich das Futter. Max? So machen wir es. Wie läuft's bei dir? Wieder fit? Ja, jetzt geht's wieder. Alles wieder gut. Soll ich dir aufhelfen? Ja, geht schon. Brauchen wir noch einen Krückstock? Alte Mann sitzt erstmal. Ja, geil, also echt fett. Also, aber ganz ehrlich, so richtig krass komplett durch den Winter brauchen wir das Programm nicht, oder? Nee. Das ist mal schön, so ein, zwei Nächte, ja, aber dann reicht es auch mal wieder. Mit guter Vorbereitung wohlgemerkt, ne? Mit guter Vorbereitung in den Winterstyle. Man muss aber mal ganz klar sagen, was wir hier abgeräumt haben, das ist nicht normal. Ach so, ja, das denkt man ja, ne? Wow, die Jungs hocken hier an so einem See, der ist privat, der ist vollkommen voll mit Fisch, da kann man ja mal einen harten Winterstyle machen. Das ist gar nicht so. Leute, das ist ein Baggersee, an dem aktiv gebaggert wird und da sind nicht viele Karpfen drin. Hier ist normal was? Normal, wenn du im Sommer hier bist und fängst am Wochenende drei, vier Stück,
am Wochenende im Sommer ist das schon mega gut. Aber 7 Stück in der ersten Nacht, das habe ich noch nie erlebt. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben auch noch nie so lange vorgefüttert und auch noch nie mit so einem Teigrecherche gefüttert. Ja, so angepasst auf den Winter, ne? Keine Boilies, wenig Boilies, Teig. Machen wir nachher einen Futtertalk. Selbe Zeit wie gestern morgens, auch einer gelaufen. Wow, Leute, guckt euch das an hier. Eiskalte Route. Steht schwer drin hier, der Bruder. Big Fish Hunter Auge. Habt ihr diesen Drill gesehen? Ja, Männer, so läuft der Winterstyle. Boah, was ein Knüppel, ey. Hammerhart. Das Krasse ist, der Bruder haut er noch mal ab. Habt ihr es gesehen? Er wollte noch fliehen. Ich muss erstmal meinen Finger wärmen, da hilft alles nichts. Da muss ich jetzt noch mal ausruhen, der Bruder da unten im Kescher. True Story. Ich muss erstmal die Big Fish Haube wieder richtig aufsetzen. Die hat es mir fast vom Helm geholt. Ich wollte ja vom Ufer, aber ging nicht, war fest. Ich habe so gedacht, kennst du, ne? Fisch mal richtig, der kommt schon. Habe ich mir gedacht, nee, besser mal Boot. Bin ich rausgefahren und so 20, ich angel da an dieser Felsnase. Die haben wir ja gezeigt auf dem Video, auch beim Spot. Guck mal, wie meine Schlagschnur aussieht. Guck mal, siehst du es? Der hing unten fest im Stein. Also die Schnur ging, der ist auf uns zugeschwommen und dadurch hat er eine Schlaufe gelegt. Und dann war ich über dem Stein, war direkt frei und dann habe ich schon gemerkt, wow, dicke Kopfschläge. Wow. Und dann kam er hoch, eigentlich relativ flott, hat man ja auf dem Video gesehen, ne? Und dann hat er mich erkannt, hat die Wegfischhaube gesehen und dann ist er nochmal aufgewacht. Dann ging es ja nochmal richtig los, aber ich habe gesehen, der Haken mega fett hier richtig drin, 2 Eisen, Bremse zu, leckt mich am Arsch. Alter, da geht nichts mehr. Na, das ist jetzt echt ein geiler Winterstyle. Ich glaube, wir machen doch bis morgen. Die Dicken haben doch noch Hunger. Müssen wir mal drüber diskutieren. So, auf geht's! Kein Fovi. 22,5. Ich habe mich verschätzt. Es gibt noch einen, der noch größer ist, oder? Ja, zwei noch. Zwei noch größere gibt es auf jeden Fall. Ich dachte, es wäre einer von denen gewesen, aber 22,5 ist auch nice, oder? Das ist mega. Oder wollen wir uns ärgern? Nein, mega!
Winterstyle-Fisch, hä? Was für ein Bulle. Wieder ablegen. Mal neu gelegt, das Eisen. Jungs, pass auf! Wir wollen euch noch was zeigen. Wie angeln wir? Was für ein Futter macht man beim Winterstyle klar? Grundsätzlich werden wir jetzt keine allgemeine Anleitung für alles in der Welt geben. Sondern wir geben jetzt die Anleitung, wie es an dem See funktioniert hat. Und um das besser einordnen zu können, sagen wir einfach, wenig Karpfen, von den Karpfen, die drin sind, sind viele groß und alles voller Brassen. Also es sind echt viele Brassen drin. Ja. Ne? Wobei die Brassen jetzt bei unter 5,5 Grad, glaube ich, nicht mehr ganz so fit sind, aber sie fiedeln noch. Also, wenn ihr jetzt an euren Ententeich geht oder an euren Fluss oder an euren Kanal oder an euren Binnenmeer oder ihr fahrt nach Frankreich an Lac du Der, what the fuck? Das geht uns nichts an. Wir reden jetzt drüber, wie es an diesem See gegangen ist. Wenn ihr so einen ähnlichen See habt, seid ihr zu Hause. Der Max mischt, weil ich habe keinen Bock, ich habe kalte Finger. So, also ich zeige euch jetzt mal, wie ich hier mein ganzes Futter zurecht gemacht habe, mit dem, was ich gefüttert habe. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Ist erstaunlich wenig, ne? Aber bei dem kalten Wasser ist halt weniger oftmals mehr. Aber dafür müssen halt die Zutaten einfach stimmen. Also, so, wir fangen an. Ich kann mal kurz noch mal einhaken. Das Wichtigste, was ihr bedenken müsst, ist beim Angeln im Winter, dass die Fische nicht mehr so viel fressen wie im Sommer. Sie fressen zwar viel, aber sie behalten es auch sehr lange drin. Das heißt, besser lösliche Sachen und wenig davon. Weil wenn sie nämlich voll gefressen sind, dann sind sie nicht mehr, dann fangt ihr die nicht mehr. Dann stellen die sich irgendwo hin und das war's. Also immer dran denken beim Vorfüttern im Winter, 3 Boilies oder 4, das reicht schon manchmal. So, wir fangen an. Was hast du denn da Geiles? Wir nehmen hier ein paar schöne 20er dicke Mitte, in Salz konserviert. Dann nehmen wir gerade so eine Handvoll, das reicht schon. Boah, die sind aber auch echt mehr geil. Das ist aber unfair, ey. Boah, das ist aber mal mieses Zeug, oder? Ja. Dann nehmen wir ein bisschen dicke Mitte Teig. Wir haben hier eine Waschkordel verarbeitet mit. Machen uns da einfach so ein paar kleine Kugeln, sage ich mal. So die Größe, haben wir das soweit fertig? Genau, also der Fake ist ja der, man füttert Boilies und man füttert genauso große Teigklumpen mit, weil die Karpfen fressen. Erzähl mal deine Story, du hast mir gestern erzählt, wie das läuft. Ich habe das mal im Nachbarsee gesehen, da ist das Wasser halt sehr klar, da habe ich mal unter Wasserkamera gesetzt und da habe ich mal 2 Ruten nebeneinander gelegt und da ist mir aufgefallen, dass die Teigkugel immer schneller gefressen wird wie der Boilie. Also die fressen auch die Boilies, klar, aber die Teigkugel wird immer als erstes eingesaugt. Deswegen mache ich dann auch noch um meine 2 Boilies noch mal so eine kleine Schicht Teig außenrum. Und damit sind wir eigentlich bis jetzt hier super gefahren. Ne? Genau. So, jetzt haben wir Boilies, ein paar Teigkugeln. Jetzt brauchen wir ein bisschen Liquid. Bitte sehr. Dankeschön. Gönnen Sie sich einen Schluck dicken Mittel, falls Sie noch nicht gefrühstückt haben. Kommt es überhaupt noch raus da? Oh ja. Hast du schon? Ja, es geht, es ist wintertauglich. Schöner Winterstyle. Ja, das Ding ist, jetzt hast du mit 20ern hier rumhantiert, gell? Wir haben auch, du hattest auch mal ein paar 24er noch drin, weil wir ja 24er Hakenköder genommen haben. Ne? Einfach ja. Nur wegen der scheiß Brassen. Die hängen sonst nachts um 3 im minus 5 Grad rausfahren und eine Bräse abhängen. Will kein Mensch. Will kein Mensch. So, dann schütteln wir das mal ein bisschen durch. Wenn wir das alles zu so einer schönen Pampe zusammengerührt haben. Das ist hier eigentlich von der Messe gewesen, wo unser Freshwater ausverkauft war. Ja, das war da.
das war von der Messe. Da konnte man dem Max nur noch Liver verkaufen. Es war kein Freshwater mehr da, weil es ausverkauft war. Viel Liver, geht auch. Nee, geht nicht. Können wir nicht nehmen, sowas. Das geht. So, rein in den Schwung. Dann nehmen wir ein bisschen Beta-Traktor. Langt. Nicht so viel. Hast du satt? Schütteln das Ganze wieder durch. Besten Bollies der Welt, Alter, ich sag dir. Oh, es langt noch nicht. Ich bin noch zu nass. Hast du zu viel dran vom Liquid wieder? Ein echtes dicken Mittel. So, das haben wir. Jetzt haben wir hier so eine richtig pervers stinkende Pampe um die Boilies und um die Teigkugeln außenrum. Ja, und so versenken wir das. Direkt über den Haken. Vielleicht so einen Quadratmeter gestreut, mehr nicht. Wenn der wollte nicht so weit wegschwimmen, um was zu fressen. Und so haben wir eigentlich hier richtig gut abgeräumt. Ja, weniger ist mehr. Klar, Vorfüttern haben wir auch schon besprochen, ne? Das haben wir auch in dem Video gezeigt. Und wie gesagt, also wichtig ist, man kann auch mit Maden angeln. Letztes Jahr haben wir mit Maden und Mekko-Clip rumhantiert, da haben wir aber auch nur geworfen, ne? Im Winterstyle. Das funktioniert hier nicht, weil wir müssen die Route mit dem Boot ablegen, teilweise 200 Meter weit weg. Und wenn da so ein Kram dran ist, hast du keine Kontrolle, was da unten passiert, ne? Also du bist einfach der Sache ausgeliefert und es nervt, wenn du dann dauernd Bresen fängst. Wirfst du die Routen und hast eine Möglichkeit, das alles einfach zu handeln, würde ich jetzt immer auch kleiner und selektiver vorgehen. Ne? Also, aber man sieht es ganz einfach daran, die Karpfen holen sich gezielt diese geilen Klicker weg und dann das funktioniert halt einfach. Ne? Also das war jetzt mega. Ne? Also so läuft es hier am See. Ja. Ja, und mehr füttern wir auf keinen Fall. Ne? Das ist wirklich die ausschlaggebende Menge. Mehr kommt auf keinen Fall pro Rute auf den Haken. Das wird sogar meiner Meinung nach beim Vorfüttern schon pro Stelle reichen. Eine Hand mehr vielleicht, fertig. Ne? Weil die sind sonst satt. Gut, wir haben immer 3 Tage gewartet nach jedem Füttern. Ne? Genau, da hatten sie natürlich Zeit. Wir haben ja quasi 2 Wochen gefüttert. Ja, 5 Mal insgesamt. Genau, so. An dieser Stelle jetzt nochmal kurz. Wir haben ja jetzt soweit alles durch fast. Ne? Kochen jetzt gleich nochmal geil. Da gibt es nochmal ein Foodporn. Und dickes Dankeschön an Max erstmal, dass er uns das ermöglicht hat, hier mit ihm zu angeln. Weil es ist auch nicht alltäglich, dass man an so einem exklusiven, also für mich geilen Gewässer mit so einem Fischbestand auch und so diesen ganzen Sachen, die jetzt hier so sind, dieses Wilde und so Unbetretene, ne? Dass wir hier was filmen konnten. Und hat echt mega Spaß gemacht. Wir frieren jetzt noch eine Nacht weiter. Wir haben gerade beschlossen, wir bleiben noch bis morgen. Und dann haben wir Weihnachtsfeier am Samstag in der Firma. Und auf der Weihnachtsfeier machen wir ja auch noch ein Video, was man wahrscheinlich schon gesehen hat, wenn dieses Video läuft. Weihnachtsspecial. Freut euch. Habt euch hoffentlich drüber gefreut und etwas amüsiert. In diesem Sinne erstmal ein paar Eindrücke gibt es mit Sicherheit noch, wenn was passiert. Max, du noch was zu sagen? Fällt dir noch was ein? Dass ich ein großes Arschloch bin, das weiß ich. Nee, ich habe mich auf jeden Fall auch gefreut, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wollten wir ja eigentlich schon lange mal machen. Genau. Aber irgendwie, wie es halt so oft ist, da hat der keine Zeit, dann hat der keine Zeit. Das war aber auch echt eine coole Nummer. Du bist im Sommer irgendwann gekommen und hast uns das erzählt. Hast gesagt, Jan, komm doch mal zu mir an den See, dann machen wir mal eine geile Wintersession. Dann habe ich überlegt, Alter, mega, das ist das Ding. Weil es halt auch echt ein krasses Ding ist hier. Es ist nicht einfach mal so am Ententeich, sondern man muss schon richtig den Arsch runter, also der Arsch aufreißen, hat man ja vorhin gesagt. Ne? Also man muss schon ein bisschen Gas geben. Und das ist das Ding, wenn ihr Bock habt auf Winterangel, dann macht es mal. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, macht es einfach nicht, weil... Es ist ja nicht für jeden was. Ne? Nee, wenn man ja keinen Bock hat und dann rausgeht und dann ärgert man sich drüber und friert sich den Hintern wund und fängt nichts, dann soll man es lieber lassen und soll sich lieber in Winterstyle bei Nature Baits angucken. In diesem Sinne, check it out. Macht's gut. In der Sonne, am See, Bikini-Feeling. Guten Appetit, Männer.
Genau. Wir haben uns gerade erstmal einen kleinen Captain Cola genehmigt. Einen. Genau beim Ansetzen von diesem geilen Trunk hat es schon wieder brassenmäßig gefiedelt. Hoch und runter und ich hab gesagt, Bratze, aber ist doch ein Kap. Geil, ist dieselbe Route, die wir heute Mittag gelegt haben. Habt ihr gesehen, da wart ihr live dabei, wie wir mit der Drohne drüber waren, wo ich die Parteiklumpen draufgeschmissen habe. Die ist jetzt abgelaufen. Hat nicht lang gelegen, ne? Nee. 3 Stunden, ne? Ja, so circa. Ja. Es wäre guter Dinge, dass noch was geht. Was der für Welle macht, gell? Aber ganz schönes Ding, oder? Passt. Lange Schlange. Aus dem kann noch was werden. Boah. Männer! Max, was geht? Jetzt geht's richtig ab. Nebel des Todes und... Nebel des Todes, aber... Schöne... Was haben wir bestellt? Frische Hähnchenschenkel. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich scharf krieg. Ja, das muss man sich auch mal gönnen, oder? Das muss man sich mal gönnen. Für jeden 2 Stück. Wir frieren den ganzen Tag, dann kann man auch mal einen Hähnchenschenkel essen. Ja. Und eine Pommes. Schöne Cola dazu. Und Pommes. Hier haben wir eine Tüte voller Pommes. Und Mittag haben wir dekadent gekocht. Jetzt können wir mal dekadent bestellen. Oh, die sehen auch gut aus, Junge. Bist du in deinem Metier? Was meinst du? Ob du in deinem Metier bist jetzt? Auf jeden Fall, ja. Jetzt geht's richtig vorwärts. Jetzt gibt's was Aber Geiles. Ich habe auch gerade richtig Hunger, ey. Den ganzen Tag haben wir hier Entbehrungen auf uns genommen. Doch, heute Mittag haben wir gut gegessen, ne? Heute Mittag haben wir gut gegessen, ja. Aber das Frühstück haben wir vergessen. Wieder mal, ja. Dann müssen wir wenigstens das Abendessen. Haben uns wieder die Fische gestört. Die Fische haben gestört, ja. Ja, ganz nice bei dir im Zelt hier. Hä? Ja. Lässt dir es auch gut gehen, oder? Ja, es ist zwar ein bisschen frisch. Ich habe ja keine Heizung. Ja. Aber die brauche ich auch nicht. Was ist denn da unten eigentlich recht? Ach, da trinken wir noch so eine schöne Cola nachher. Was sehe ich denn da für eine Flasche stehen? Hier rechts. Was ist denn das da unten? Hier meinst du? Ja. Ein guter Captain Morgan. Darf man den trinken? Den darf man trinken, bei so einem Wetter sowieso. Jawohl, jetzt gibt's Essen. Mua. Nebel des Todes schlägt gerade zu. Man sieht gar nichts mehr. Hier. True Story nochmal so zum Schluss. Ich bin gerade Zähneputzen gegangen hier runter und denke, was ist denn das für ein Gefiedel hier? Also so Gesurre. Gucke ich auf meine Rolle, läuft die Rolle. Die Blitzanzeiger eingefroren. Hat keinen Mucks von sich getan. Habe ich die Route hochgenommen, jetzt hängt ein Karpfen dran. Im Nebel des Todes, Alter. Ist wieder hinten die flache Route, aber dass der nicht durch den Durchgang durchgeschwommen ist, ne? Ja, zum Glück, sonst wäre er ab. Ja, weil ich habe jetzt mal gezogen und es kommt bei. Hier, ich komme hier hin. Tick, tick, tick. Ich so, was ist denn das hier? Kein Piep. Einfach nur die Rolle abgelaufen, der Swinger oben. Unglaublich. Ach so, Nebel, hä? Total, ey. Man sieht hier gar nichts mehr. Boah, ich habe gar keinen Bock, die Route jetzt nochmal rauszufahren. Tja. Ein Glück hat es bei mir nicht gebüßen. Das ist der Horrortrip, gell, bei den Kalten da. Muss ich mit GPS zurückfahren. Vielleicht ist er ja durch den Tunnel durchgeschwommen und ich pumpe schon die ganze Zeit hinten aus dem Schongebiet zurück. Hä? Nee. Die Rolle war ganz schön leer hier. Der wäre schon längst abgerissen. Meinst du? Da sind so viele große Steine und Muscheln dran. Der hing vielleicht schon die ganzen Abend dran. Hä? Das kann doch nicht sein. Wieso? Ich habe ja nicht geguckt hier seit Stunden. Ich kam jetzt, meinst du, der hat jetzt eben gerade zufällig gebissen, wie ich hier runter bin oder was? Glaub, ja, ist das schon hängt. Komisch, dass der Bissanzeiger eingefriert. Ja, der hat nichts gemacht. Ich habe dann ausgeschaltet und hat oben in der Funkbox gepiept, aber der hat keinen Ton von sich gegeben. Was eine Story, Alter. Das ist Winterangeln, Jungs. Das ist True Story. Man braucht ein bisschen was. Man braucht ein bisschen was. Das ist übrigens Fisch Nummer 13.
Man braucht ein bisschen Alkohol. Ein Glühwein oder so. Man braucht ein bisschen was. Man braucht ein bisschen Alkohol. Ein Glühwein oder so. Man braucht ein bisschen was. Gay. Lass mal, ich wickel doch schon so lange. Ich glaube, der ist da hinten bis zum Silbersee geschwommen. So ein Graf Koks. So ein schnelles, guck mal. Aber ein schöner, oder? Ein schöner auf jeden Fall. Oh, die Matte schnappen. Achtung. So ein Runde. Mal, wie wild die sind, gell? Ja. Top City Brüder, ne? Die haben doch mal schön gefestbett. Hast du gesehen? Ja. Kleines Biest, hä? Hä? Das ist ein Winterstyle. Geiler Weihnachtskarpfen, hä? Den hauen wir gleich in die Pfanne. Auf jeden Fall, der schmeckt noch. Den bringe ich mit, der Oma, die freut sich. Endlich was Geiles zu Weihnachten. Nicht so verfettete, dicke Dinger wie immer. Wow. Wow. Wer fährt denn die Route jetzt raus? Ja, ich auf jeden Fall nicht. Warum? Deine Route. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Mir ist viel zu kalt. Ich gehe wieder schön in meinen warmen Schlafsack und warte, bis du wieder kommst. Ja, das mache ich auch so. Ich lasse die Route einfach hier jetzt liegen. Das ist mir scheißegal, Alter. Nichts gibt's. Die Route muss raus. Ich fahre jetzt keine Route mehr. So. Schade. Also, Freunde. Ich habe mich dazu entschlossen, die Route doch nochmal zu fahren. Ich muss erstmal Futter suchen, Alter. Was eine Heimsuchung, ey. Guck mal, hier mehr gibt's nicht, oder? Hä? Das reicht. Das reicht schon fast für zweimal. Und Jauche-Jupp. Jauche-Jupp. Jauche-Jupp kramt in dem ekligen Fest. Ach, wie das stinkt, ey. Aber Alter, das ist fängig. Ich krieg's noch nicht mehr aus dem Eimer raus. Wenn ihr das riechen könntet, ey, ekelhaft. Ich mach mir hier so schöne Bollen. Hier, guck mal, so, hä? Da schmeiß ich genau zwei Stück oben drauf. Weißt du, wie das riecht? Hä? Wenn du so um 4 Uhr in der Disco bist und es hat irgendeiner in die Ecke gekotzt. So säuerlich stinkt das Zeug. Ja, es ist ja auch so. Boah. Aber die Karpfen stehen drauf, Meister. Die stehen brutal drauf. Die sehen wir ja, was hier abgeht. Man braucht ein bisschen was. So, guck. Gibt's hier zwei so Jauche-Jupp-Ballen dazu und ein Händchen Boilies. Und dann fahre ich jetzt die ganze Scheiße raus in den Nebel, Alter. Wenn ihr von mir nichts mehr hört, ihr wisst Bescheid, dann war es das mit dem Browns. Dann ist er über Bord gegangen. Dann gibt es auch nie wieder ein Browns. So, guck mal hier. Hä? Geil, oder? Tipptopp. Da fangen wir den 50er mit. Wenn er da drauf nicht geht. Auf was dann?